Vorab einen kleinen Gruß an alle Engie-Accounts. Ihr könnt jetzt mit der Hero Potion hier richtig reinhauen. Also eure Low-Helden hier jetzt richtig stark machen. Viel Spaß dabei. Liebe Clasherinnen und Clasher, ich heiße euch herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, im winterlichen Update. Und ein Update haben wir aber noch gar nicht betrachtet hier, denn die News oder die Changes kamen ja schon, oder die Ankündigung kam ja schon im November. Und der Frage gehen wir heute in jedem Fall mal nach. As we are putting the final touches in our upcoming December Update. Mal gucken. Also hier sollte es ja nicht mehr möglich sein, dass man diese magischen Gegenstände aus den Events hier stackt, also dass man mehr hat. Sehr, sehr gut fand ich erstmal. Auch so aus dem Titel sehr geil fand ich erstmal. Dass sie hier jetzt nicht gesagt haben, gut, wer jetzt hier überbucht hat, dem ziehen wir das gnadenlos ab, bis auf 5 schräger 5. Das heißt, ich habe immer noch 15 von den Machttränken, ich habe immer noch 7 von den Resource Potions. Die anderen habe ich jetzt auch nicht mehr so viel, aber es gibt ja in dem laufenden Event 2 Potions zu gewinnen. Ich muss noch einmal dieses Event hier spielen mit den neuen Truppen, mit dem Eisgolem. Das werden wir jetzt mal machen. Um der Frage auf den Grund zu gehen, habe ich danach 9 schräger 5 oder habe ich danach irgendetwas, was dann da kommt? Da lasse ich mich jetzt mal überraschen, wie das Ganze wird. Und wir gehen hier auch, ich glaube, ich habe Truppen, ich habe Zauber, ich habe nichts vergessen. Ein paar Maschinen habe ich fertig. Jo. Hauen wir mal rein hier. Also was auch wirklich geil ist, ist natürlich der einen Gamboost, habe ich aber schon gestern gesagt. Der ist echt göttlich, den habe ich heute ohne Ende schon genutzt. Und sei es nur, um die Kasernen für einen Game zu boosten und nur um zu spenden im Clan Herausforderer. Also es hat sich schon wirklich, wirklich gelohnt und oh, der lohnt sich auch. Den nehmen wir mal mit hier. Der ist jetzt nicht ganz so stark. Wo hampelt die Queen rum? Da mal Single. Ne, das ist ein Multi-Inferno. Da mal Single Inferno. Welcher ist denn böser? Eigentlich ist er wirklich böser. Nee. Das machen wir mal anders. Dann hauen wir uns hier schon mal ein Loch, glaube ich, hier hinten rein. Da hauen wir uns das Loch hier hinten schon mal rein. Und machen eine Seite mit... das ist ja easy. Das ist ja ein Lowdorf hier. Oh, 12 Mauerbrecher. Toto. Nicht schlecht. Nicht schlecht, aber die gehen natürlich trotzdem durch, weil wir sie gerade schnell genug gesetzt haben. Und... ja, da können wir gleich in jedem Fall unsere Golis dann auch reinhämmern hier. Was haben wir denn hier in der Clan? Ah ne, in unserer Burg haben wir die Truppen. Okay, die können wir jetzt schon mal laufen lassen. Dann nehmen wir hier die drei Riesen rein. Also die Eismagier, die Eisgolem, entschuldigt. Es sind natürlich nicht drei Riesen, sondern es sind natürlich Eismagier, die jetzt erstmal den Single entfernen oder auf sich ziehen. Das könnt ihr ruhig machen. Guck mal, die friesen das nämlich so schön ein. Wenn man versteht, die Truppe hier auch beim Farmen ganz nett zu setzen, dann kommt man hier, glaube ich, ganz gut mit diesen Truppen hier durch. Ich glaube, man kommt ganz gut mit diesen Truppen hier durch. Und ihr habt das gerade gesehen, also das war schon mal so ein bisschen der Optimalfall. Schön eingefriest, nichts passiert, alles cool hier. Und dann kannst du hier ein bisschen weiter durch die Base gehen. Ich glaube, das Loch hier hinten ist groß genug. Was haben wir noch? Ah, wir haben noch 3 von denen. Dann hauen wir die hier mal rein. Die gehen ja auf irgendein Lager. Und ich darf diesmal nicht vergessen, meinen King zu zünden. Und ich glaube, den einen Fries, den können wir uns sparen hier in dieser Base. Also ich bin gleich echt mal gespannt, wie das Ganze hier ausgeht. Ob ich gleich noch mehr habe oder ob ich irgendein Zeichen kriege. Wo ist das Zeug denn jetzt hin? Das Event dürfte ich damit durchgespielt haben. Jetzt gucken wir mal. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Und es passiert nichts. Ich kriege keine Meldung, dass ich es nicht habe. Und wenn ich jetzt sage Claim, aha, your magic item storage cannot fit all the events rewards. Sell the extra rewards for 20 Gems. Also, wenn ich jetzt auf OK gehe, dann verkaufe ich wahrscheinlich welche für 20 Gems. Sell the extra rewards. Ach so, ich kann die gleich verballern. Nee. Das will ich ja auch nicht. Okay, also müssen wir die ja doch verbrauchen hier. Das heißt also, um das abzuholen, müssen wir einmal diese hier verbrauchen. Können wir das eigentlich machen? Ah, das machen wir mal noch nicht. Ich glaube, wir haben noch ein paar Tage Zeit. Nämlich so lange Zeit, wie dieses Event läuft. Also 5 Tage, 16 Stunden. Ja, da lasse ich mir was einfallen. Was mir aber noch gerade aufgefallen ist, ist, dass wenn wir hier auf die
Clanbuch, auf die Treasury gehen, also auf die Schatztruhe, dann sollte es eigentlich, irgendjemand hat es irgendwo rausgehauen, dass es hier jetzt drei Buttons eigentlich geben soll, dass ich die einzeln leer machen kann, also einzeln Gold, einzeln Elex, einzeln das Dunkle. Und das scheint dann doch nicht wirklich zu gehen. Und ich baue die exakte Truppe hier mal nach, eben mal zum Farmen, denn was ist hier eigentlich frech? Ja, was ist das Freche an Supercell? Das will ich euch aber so ein bisschen am Handy zeigen. Das habe ich heute mal für euch hier geladen, beziehungsweise ich habe es mal hochgefahren im, das muss ich mal gucken, wo ich euch das eigentlich hochgefahren habe. Ich glaube, da ist es. So, jetzt schauen wir mal. Ja, da kommt es jetzt rein. Ja, hier bin ich, genau, nach unten ziehen, um Game Tools anzuzeigen. Nee, das mache ich mal nicht. So, jetzt ist der kurz ein Update geladen. Der alte Winterstream von 2016. Das finde ich schon mal ziemlich frech, dass sich Supercell da nichts Besseres hat einfallen lassen, als uns einen alten Ladebildschirm zu präsentieren. Und ihr seht das ja jetzt hier in der Base. Jetzt bin ich also auf meinem Handy. Ausnahmsweise habe ich heute mal raufgesprungen. Ich glaube, dass also nicht auf meinem neuen Handy, sondern auf meinem alten S7. Denn da ist das Ganze komplett durchkonfiguriert. Und was ich eigentlich da erstens damit meine, was sehr, sehr frech ist. Ich meine, ihr seht das hier, es schneit. Supercell ist ja immer sehr, sehr genau. In manchen Sachen sind sie immer super, super genau und total penibel. Aber in manchen Sachen, da lassen sie es auch so ein bisschen schlüren. Also überall liegt hier ein bisschen Schnee drauf, ein bisschen Schnee hier, ein bisschen Schnee da. Es schneit und überall auf den Bäumen ist ein bisschen Schnee hier auf den Büschen. Ihr seht das ja, sieht auch immer herrlich aus. Und auch hier auf diesem Trunk ist ein wenig Schnee drauf, gar keine Frage. Aber wir gucken jetzt mal ein bisschen tiefer. Wir gucken nämlich mal in das Dunkeldorf. Ja, hier schneit es auch. Ja, aber Schnee bleibt hier nirgendwo liegen. Auf keinem Baum. Auf keinem Tree Stump. Hier bleibt irgendwie nirgendwo der Schnee liegen. Also da ist die Liebe zum Detail dann komplett flöten gegangen hier in dem Dunkeldorf. Denn hier bleibt der Schnee überhaupt nicht liegen. Sehr unrealistisch. Also es schneit hier die ganze Zeit, aber es bleibt nichts liegen. Außer bei dem Trunk hier. Seht ihr das? Da ist nämlich der exakt gleiche Schnee drauf. Das Ding ist einfach nur kopiert aus dem Heimatdorf. Denn im Heimatdorf liegt ja Schnee. Also im hellen Dorf, im normalen Dorf. Und da das Teil einfach nur kopiert ist hier per Code in das Dunkeldorf, hat der natürlich auch Schnee. Das einzige Item, was hier Schnee hat. Das finde ich schon sehr, sehr lame. Deswegen auch im Titel. Zumindest steht es ja im Titel drin. Das finde ich sehr, sehr lame, Supercell. Da könnt ihr ruhig mal ein bisschen nachbessern, wenn ihr schon so viel Liebe zum Detail hier bringt, dass ihr vielleicht dann auch da das Detail ein bisschen ansetzt. Und wo wir aber schon mal hier sind, glaube ich, greifen wir hier eben mal an. Gehen wir eben in die Suche rein. Das dauert hier auch nicht ganz so lange. Jo, wir haben endlich was gefunden hier. Es hat jetzt wirklich ein bisschen gedauert, aber ich bin auch ganz schön hoch in der Liga hier. Also ganz schön hoch in der Liga. Den nehmen wir mal mit. Und wir haben, was haben wir denn eigentlich in der Clanburg? Ich glaube, das Einfachste ist, man wechselt einmal drauf und klickt einmal drauf. Ich halte die ganze Zeit meinen Daumen da drauf. Was habe ich da drin? Ich brauche es ja eigentlich gar nicht. Ich brauche es ja noch gar nicht auswählen. Ich kann es ja erst dann auswählen, wenn es soweit ist. Und was haben wir hier? Wir haben hier nur Multi-Inferno. Ach komm, wir nehmen hier eine Karre mit rein. Ist egal. Wir nehmen hier die Karre mit rein. Und dann würde ich sagen, steigen wir hier ein. Die Karre geschützt hier von einem Golem. Das heißt, der Golem soll jetzt erstmal den Beschuss bekommen. Nehmen unsere Helden hier gleich erst mit rein. Denn hier muss noch ein bisschen mehr geklärt werden, sonst geht hier King und Queen gleich nach außen. Was ziemlich dösig wäre. Die sollen natürlich reingehen. Ach, der King geht trotzdem. Es gehen beide rum. Nein, es gehen doch beide rein. Okay, es gehen doch beide rein. Hier springen wir mal mit unseren Truppen und machen die jetzt mal ein bisschen wütend. Oh nee. Ach, die Karre geht da doch durch. Naja, ist egal. Die Karre geht hier jetzt doch durch. Und Dann nehme ich, glaube ich, gleich erst meinen Friesszauber. Ich muss mal gerade gucken, wo sind jetzt noch Luftabwehren. Die sind jetzt noch da und da. Dann nehmen wir die hier mal raus. Nehmen hier jetzt unsere Loons mit rein. Oh, das wird jetzt ein bisschen klein für euch. Sorry. Das wird gerade ein bisschen klein für euch. Das war sogar gerade ein bisschen zu klein für mich. Okay. Hier einmal gefriest. Wir friesen hier nämlich frecherweise mal den Feger. Ich glaube, der Fries ist an der Stelle etwas besser angebracht.
Und dann geht das hier etwas weiter durch die Base. Na komm, komm, komm. Mach das da weg. Mach die Teslas da weg. Sehr schön. Oh, das klappt außerordentlich gut. Im Clankrieg klappt das nie. Im Clankrieg, entschuldigt, dass ich gerade ein bisschen leiser wurde. Im Clankrieg klappt das nie. Das gelingt mir da nie. Mein Cleanup gesetzt hier, da noch den Magier. Jo, dann gehen die ganz gut weg hier. Und dann haben wir hier zumindest Gold und das Elixier, denn ich muss noch ein paar Mauern machen. Aber ich muss vor allen Dingen für die dunkle Zauberfabrik. Ich habe immer alles ausgegeben mit dem Avatar und kann mir jetzt die dunkle Zauberfabrik gar nicht leisten für den Fledermauszauber. Und habe hier natürlich so viel Dunkles über, dass ich den noch ein bisschen leveln kann, so hoch wie er denn geht. Das ist im Moment mein ganz kleines Problem. Und deswegen muss ich hier ein bisschen Elex sparen. Das heißt also, ich greife jetzt erstmal ein bisschen vermehrt auch hier mit dunklen Truppen an, aber ich glaube, das kam jetzt ganz gut rüber. Und mal wieder ein Angriff am Handy. Ich glaube, das war ganz in Ordnung. Ich wollte euch vor allen Dingen zeigen, weil ich hier so schön nah, ganz, ganz nah reingehen kann mit dieser Schneegeschichte. Also deswegen bin ich eigentlich auf dem Handy gelandet. Wir gehen gleich wieder auf einen Desktop und einen kurzen Bug zeige ich euch ganz, ganz kurz zwischendurch an einem Tablet. Aber heute nur ein ganz, ganz kurzer Blick auf das Tablet, denn die Tablet-Besitzer haben sicherlich festgestellt, es ist nicht auf dem Handy und es ist auch nicht am Emulator, sondern nur auf den Tablets. Das, ihr seht das hier, da wo der Ice Golem ist, das Ganze ist so ein bisschen reingerutscht in die zweite Reihe. Ich denke mal, das wird Supercell aber rausfixen. Das ist zumindest das, was mir noch so aufgefallen ist, ist aber sicherlich den Tablet-Besitzern auch schon aufgefallen und jetzt aber in mein Zehnerdorf rein. Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Da ist es, jo. Hier ist das Zehnerdorf. Und auch hier hatte ich eigentlich noch, ich hatte hier noch zwei wirklich freche Sachen, muss ich sagen. Oder aber nicht so geile Sachen. Beim Händler, Leute, was ist denn jetzt hier los? Da wird mir jetzt die Clock Tower Potion zum Kauf angeboten. Habe ich noch nie gehabt. Ich glaube, das ist auch ganz, 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 ganz neu. Hier habe ich eigentlich immer meine schöne 25 Boost-Pulle erwartet. Okay, in den nächsten 5,5 Tagen brauche ich die nicht. Und das tägliche Angebot hier wechselt ja auch. Aber ich hoffe, dass die jetzt nicht so oft kommt. Also Supercell dann grenzwertig. Aber die richtig freche Sache, muss ich sagen, weil man kann hier jetzt nicht mehr stacken. Das habt ihr jetzt eben mitbekommen. Man kann hier nicht stacken. Aber guckt mal in den Shop rein. Das finde ich frech, weil sie haben natürlich geschrieben, dass man das aus den Clan-Spielen sowieso nicht machen kann. Man kann das jetzt nicht mehr aus den Events machen. Das heißt also, vorher konnte man ja aus den Events die Sachen immer dann draufstecken. Aber hier, da kann ich 7 Potions kaufen. Oder meint ihr etwa, also jetzt das zweite Paket hier, und auch das erste mit den 6 Hero Potions und am zweiten sind ja auch die 6 Hero Potions drin. Ich glaube, wenn ich hier jetzt klicke, dann wird mir bestimmt dieses Tool hier nicht sagen, hey, da machst du jetzt ja viel, viel mehr als in deine Magical Chest passt. Du kannst dieses Paket nicht kaufen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich kann es trotzdem kaufen und habe 7 Power Potions. Das finde ich natürlich eine echt freche Geschichte, dass sie das hier nur noch über diese Kaufaktion machen. Viele haben sich ja sowieso über diese Kaufoption hier heute oder gestern ganz enorm aufgeregt. Vor allen Dingen hier den Schneemann, den man nur kaufen kann. Ich meine, ja, die einen sagen natürlich, der Schneemann ist was ganz, ganz Besonderes. Den gibt es nur einmal, so komisch wie der auch aussieht, wollen wir mal hoffen, dass es den nur einmal gibt. Das sagen die einen und die anderen sagen, ja, vielleicht gibt es den ja doch noch in irgendeinem Event zu erspielen oder was auch immer. Nein, das glaube ich nicht. Es gab ja auch schon Statuen, die man nur mit Gems kaufen konnte. Nicht mal mit Geld. Nein, mit Gems kann man sie kaufen. Und deswegen finde ich, ja, auf der einen Seite finde ich es ganz gut, dass sie das so gemacht haben, weil es halt das ganz, ganz Besondere ist. Es ist das exklusive Snowman Pack. Und aber auf der anderen Seite finde ich diese hier hinten wirklich lächerlich, denn hier darf ich mal wieder überbuchen, aber um überbuchen zu können, muss ich wieder tief in die Tasche greifen. Das finde ich ein bisschen frech von Supercell. Aber sei mal dahingestellt, ich hoffe, diese freche Folge von mir hat euch trotzdem gefallen. Gestern gab es ja 2 Folgen, deswegen musste ich mich heute mal ein bisschen kürzer fassen. Und falls mir was Neues auffällt, ich lasse es euch wissen. Bis dahin, euer Toto. Clasht.